So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Heute sind wir mal wieder auf der Karte Städtedreieck 21 unterwegs. Absoluter Klassiker. Und gute Nachrichten für alle Freunde, die diese Karte, so wie ich auch, sehr mögen. Es gibt zwei neue Linien zu dieser Karte. Ich habe mal was rausgesucht, eine kleine Modifikation, erhältlich in der OMSI 2 Webdisk. Das Ganze kam vor kurzem raus und finde ich durchaus interessant. Wir schauen uns das heute mal an. Und zwar gibt es die Linie 112 und die Linie 115 als neue Linie. Wir schauen uns heute die Linie 112 als erstes an. Die fährt von Griesbach Siedlung, einer neuen Haltestelle auf dieser Karte, bis nach Sissetfors Hauptbahnhof und fährt von dort aus weiter als die Linie 115. Die 115 ist der Straßenbahnersatzverkehr und das Ganze, die Linie 112, dient so ein bisschen als Zubringerbus. Ja, ist auch gar nicht schlecht, fährt dann da direkt weiter über Kruskal-Wallestraße, Bahnhof Kirchberg, das kennt man alles, Kirchgasse. Ja, leider kennt man das vom SB17 bzw. von den ganzen R-Linien. Ihr wisst warum, Kirchgasse ist immer ein bisschen nervig, da gerade mit dem Schlenki lang zu fahren. Aber gut, ja, wie gesagt, sehr einfach zu installieren. Und dann stelle ich euch natürlich auch noch den Bus vor. Ein MAN New Line City 18C Gelenkbus und zwar mit dem ZF Sound Mod. Ja, ich habe euch in der letzten Folge den Void Sound vorgestellt. Der war ganz neu und jetzt haben wir die ZF-Variante, die mit einer neuen Version daherkommt. Hören wir natürlich auch mal rein. Einerseits Schlenky, andererseits mal ein bisschen ZF. Also auch neuer ZF Sound Mod, wenn euch allgemein Sound Mod nochmal interessiert zu dem Bus, schaut euch gerne die letzte Folge an. Auch diese Modifikation könnt ihr in der OMSI 2 Webdisk runterladen. Auch relativ frisch erschienen. So, starten wir mal. Das Schöne ist, und das muss man sagen, es ist eine Hofdatei dabei. Wir hatten uns vor kurzem mal eine Linienerweiterung von Krumme Naab angeschaut. Und da war, da ist eigentlich alles schief gelaufen, was schief gehen konnte. Das war nicht so prickelnd. Hier muss ich sagen, wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, hier ist eine updated Hofdatei dabei. Die heißt aber leider nicht anders. Die hätte man nochmal umbenennen können, ist aber egal, weil die wurde nur hinzugefügt, die 112. Ne? Also steht dann zwar nicht dran, ob die 112 mit bei ist, aber wenn ihr die im Prinzip überall reinkopiert, da habt ihr die Standardlinien eben auch mit bei von der Karte. Auch wunderschön, 112, das ist vor das Hauptbahnhof P und R, das ist die Seite, wo sonst die Taxen halten. Da ist ja immer die provisorische Ersatzhaltestelle, ne, für den Ersatzverkehr. Steht hier auch mit dran. Sehr schön, wie gesagt, Fahrpläne funktionieren. Und wie ich es bei Krumme Naab auch angemahnt habe, ist das Schöne, dass es hier als Chrono-Event dargestellt ist. Der 20.02. bin ich der Meinung. Ist der Beginn, genau, 20.02.24 ohne Enddatum. Wir fahren erstmal ein Stück vor. Versuche natürlich auch wieder schön den Sound laut zu machen, dass er auch den neuen ZF-Sound hört. Guten Da Tag. steigen sie ein. Guten Hallo. Tag, hallo. Manfred natürlich auch. Genau. Na, also wenn er hier mal ein bisschen aus der Karte rausgeht. Dann habt ihr hier unten den Griesbacher Bahnhof. Und der SB17 fährt ja im Prinzip hier dann lang Richtung Kaisertal. Und hier hat man jetzt also, ja, man sieht's, ne? Das Ganze ist nicht ganz so professionell. Hier so eine scheiß Bordsteinkante, okay. Aber naja, immerhin so ein kleiner Wendeplatz und so. Hier kannst du die Leute dann rausschmeißen, genau, mit Pauseplatz und so weiter und so fort. Und hier ist dann Einstieg. Also so eine kleine neue Wendeschleife finde ich ganz schön. Also die Map an sich wurde halt auch mit angefasst, ne? Man hat hier ein bisschen was verändert. Deswegen habe ich mir auch sicherheitshalber vorher noch ein Backup gemacht. So, und dann starten wir natürlich mal los. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, zu der Linie hier. So, irgendwie hat das mit dem Auto irgendwie doch nicht so funktioniert, war, wenn ich jetzt. Achso, war der falsche Knopf. Ha, da war Auto-Kneading, genau.
So, und dann wollen wir natürlich mal loslegen. Hören auch rein in den neuen ZF-Sound. Und fahren raus aus dieser provisorischen Endstelle hier. Ja, das hat der Entwickler nämlich auch so ein bisschen geschrieben. Man muss ja auch irgendwo so eine Wendemöglichkeit suchen, wo halt noch nicht, wenn wir jetzt hier den ganzen KI-Verkehr anhätten, wo noch nicht alles voll ist mit KI-Bussen. Und da musste man dann hier tatsächlich eine Wendemöglichkeit schaffen. Also ausgewiesen wird die Linie tatsächlich von Sisters Hauptbahnhof bis nach Neu-Ockarz. Da man dort aber halt keine Wendemöglichkeit hat, beziehungsweise keine Möglichkeit hat, entsprechend einen Pausenplatz zu haben für diesen Bus, wird die Linie hier bis Griesbach Siedlung verlängert. Wahrscheinlich Griesbach Bahnhof ist auch zu den Tageszeiten halt relativ voll. Ist schon ja nicht so verkehrt, eine kleine neue Wendeschleife dort zu haben, ja. Ja, also da könnt ihr gerne nochmal vergleichen mit Krummenab, was wir da hatten, das Fiasko, das ging ja gar nicht, ey. Wo denn der Entwickler auch tatsächlich nochmal kommentiert hatte und gesagt hat, ja Mensch, da sind ein paar Fehler unterlaufen. Also Anfängerfehler. Die dann aber auch nochmal behoben wurden offensichtlich. Da gibt es mittlerweile eine neue Version in der OMSI-Webdisk Krummenab zu der X32. Wer da nochmal Interesse hat, das nachzuverfolgen, könnt ihr gerne machen. So, MAN hier, Klapperkiste Müllers Nürnberg eben. Ja, und wie gesagt, ihr kriegt hier also ein Chrono-Event, das ist schon mal gut. Das heißt, die Fahrplandaten generell werden nicht angefasst, es ist nur ein Chrono-Event. Die Map wird angepasst, was leider nicht war, was aber bei Krummenab zum Beispiel funktioniert hat, ist, dass es einen Entry-Point zum Beispiel geben sollte. Hier für Griesbach Siedlung, den gibt es nicht. Es gibt aber eine kleine Karte in der OMSI-Webdisk auf der Seite. Ich habe es euch ja eben auch nochmal gezeigt, müsst ihr euch halt Griesbach Bahnhof spawnen und dann ist das eigentlich kein Problem. Der Schienenersatzverkehr, der fährt dann noch weiter bis nach Oesdorf Bahnhof. Dort gibt es eigentlich einen Spawnpunkt, da hat irgendjemand geschrieben, es gibt da keinen. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert, den findet man gar nicht so einfach. Aber es gibt eigentlich einen offiziellen für Oesdorf Bahnhof. Zum Beispiel für die Nachtlinie oder eben auch für die Tageslinie 43. Ja, genau. Also hier wäre mehr oder weniger die offizielle End. Haltestelle bis hierhin war das Ding geplant und dann braucht man natürlich eine Wendemöglichkeit. Die haben wir dann in Griesbach Siedlung. Ansagen haben wir auch, sehr schön. Ja, wie gesagt, wurde also in die Hofdatei mit eingearbeitet. Die dann dort mit bei ist, die müsst ihr euch dann in den jeweiligen Ordner reinkopieren vom Bus. Also alles sehr easy und was ich auch sehr schön finde, ist unten links die Minimap, die funktioniert. Könnt ihr mal gucken, gibt es hier Hilfspfeile? Alle Linien, vielleicht später nochmal überprüfen. Normalerweise fährt er hier der SP17 lang. Das müsste man nochmal prüfen, ob es hier tatsächlich so Hilfspfeile auch gibt. Ansonsten schön, dass das mit der Minimap funktioniert. Das ist ja auch immer nicht selbstverständlich. Hat bei Krummenab zum Beispiel auch nicht funktioniert. Weil man irgendwelche Map-Dateien vergessen hatte mitzuliefern. Ganz so genau bin ich halt auch nicht immer in der Materie da drin, woran es am Ende wirklich lag. Das hat dann auch nochmal ein Zuschauer dort unten erklärt. Wirklich vielen Dank. Für die kleine Erklärung, woran es dort am Ende gelegen hat. Ne? Bisschen kenne ich mich auch aus mit dem Editor, aber alles dann leider auch nicht. So, jetzt geht's hier diese Serpentinen-Nore. Finde ich total nervig mit dem SP17. Auch mit Schuppi-Lenkbus. Also der SP17 hier, ihr seht das, Alter. Da braucht bloß mal was entgegenkommen hier, da hast du schon verloren. Der SP17 fährt nämlich auch einige Kurse. Sagen wir mal manche Kurse mit Gelenkbus. Die dann halt von einer anderen Linie zum Beispiel kommen oder so. Da fährt dann hier auch auf der Linie mal ein Gelenkbus.
Also es ist hier gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir hier auch einen Gelenkbus-Einsatz haben. Es ist nicht mit angegeben, was für ein Bustyp hier fahren soll. Das muss ich auch ganz klar nochmal dazu sagen. Das steht da nicht, aber da war ein Foto zu sehen. Und auf diesem Foto war ein Gelenkbus zu sehen, der diese Linie fährt, beziehungsweise eben diese beiden gekoppelten Linien. Und von daher habe ich jetzt einfach auch mal einen Gelenkbus genommen. Ihr seht, es ist ja bisher noch nicht allzu viel los im Bus. Aber das ist schon ätzend hier, diese Piste hoch mit dem Gelenkbus. Die Fahrzeit beträgt hier ungefähr 20 Minuten. Wir werden auch überprüfen, ob das hinhaut vom Fahrplan. Jetzt geht die Heizung an. Heizung aus. Brauchen wir nicht. Wir wollen hier ein bisschen Motorsound hören. Habt eigentlich relativ positiv über diese Soundmodifikation gesprochen, zumindest die Void-Variante. Fand ich ja auch nicht schlecht. Muss sagen, hier im Gelenkbus hier fällt mir die ZF-Variante auch ganz gut. Ich bin privat auch schon mal mit einer 12-Meter-Variante gefahren. Und ZF. Da fand ich es nicht so prickelnd. Aber vielleicht habe ich einfach nur die falsche Linie oder so erwischt. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es hier 7 Kurse, die hier fahren, über den Tag verteilt. Und die Linie fährt von 3 Uhr bis 20 Uhr im 10-Minuten-Takt. Das muss man sich mal geben, Alter. 3 Uhr morgens schon 10-Minuten-Takt. Von 20 bis 23 Uhr dann im 20-Minuten-Takt. Und von 23 bis 2 Uhr im 120-Minuten-Takt. Naja, okay, das kann man sich dann auch sparen. Dann kann man dann einfach sagen, jo. Irgendwann ist dann halt mal Betriebsschluss, zwischendurch fährt nur ein Bus und dann ist gut. Ja, beim 115er ist es zum Beispiel auch so geschrieben, 2 bis 3 Uhr Betriebspause. Dann wurde hier auch noch etwas kritisch angemerkt, das ist ja immer so eine Funktion in der OMSI Webdisk. Da kann man so ein bisschen kommentieren, schreiben, so nach dem Motto, Mensch, Ruhrgebiet, das sieht aber scheiße aus. Nee. Man kann natürlich Feedback geben, finde ich immer ganz wichtig, auch auf Fehler hinweisen und so. Da hat dann einer geschrieben, naja, man hätte hier irgendwo 40 Minuten Pause. Wahrscheinlich dann an der Griesbacher Siedlung. Weil ich glaube, in Oesdorf ist es schwer umzusetzen, da den Bus 40 Minuten stehen zu lassen. Und Sisyphos Hauptbahnhof fährt er ja sowieso durch, weil er ja da den Linienwechsel macht. Also man fährt und macht dann erstmal 40 Minuten Pause. Das wurde so umgesetzt halt hier, ne? Da es 7 Kurse gibt, wenn man jetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel nur 6 Kurse hat und man geht auf einmal von dem. Also das war glaube ich bei dem 115er oder so, das kann natürlich sein. Ja, da, das, oder ich glaube da, irgendwie sowas jedenfalls, da fahren 3 Kurse vom 115er. Ja gut, okay. Da wird wahrscheinlich nicht jeder Zubringerbus mit dem koppeln. Aber da hat man dann zum Beispiel von 10 bis 15 Uhr den 20-Minuten-Takt und von 15 bis 23 Uhr den 10-Minuten-Takt. Bis 10 Uhr auch 10-Minuten-Takt. Dadurch, dass so ein. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ich versuche es mal relativ einfach. Wenn auf einmal der Takt
ausgedünnt wird. Ne? Wenn der statt alle 10 nur noch alle 20 Minuten fährt. Und man hat aber angenommen 3 Busse drauf. Ne? 3 Kurse. Dann, und man will diese 3 Kurse auch behalten. Dann haut das natürlich nicht mehr hin. Ja, wenn ich eine Taktzeit auf einmal von 20 Minuten habe und nicht mehr alle 10 Minuten, da muss natürlich irgendwo diese Zeit, die überflüssig ist, damit ich meine 3 Kurse noch im Rennen halten kann, die muss natürlich irgendwo dann genommen werden. Irgendwo bleibt ein bisschen Zeit über und das ist hier in dem Falle auch so. Zu bestimmten Zeiten habt ihr halt mal außergewöhnlich viel Pause. Ich find's aber gar nicht mal so verkehrt. Weil was willst du sonst machen? Willst du den Bus für 2 Stunden nochmal zum Betriebshof schicken? Dann lieber so. Dann ist das für alle ein bisschen entspannter. Ja, nicht so verkehrt. So, ich versuch mal hier. Das ist ja leider alles sehr kurvenlastig. Mal ein bisschen Sound hören. Am Ende lande ich nur im Busch. Ist auch relativ leise, ne? So ein Schuppi-Lenkbus. Das hatte ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt, dass der MAN... Oh, jetzt können wir mal heizen hier. Jetzt habt ihr mal gehört, wie der Kickdown reingeht. Ja, da gefällt er mir nicht ganz so. So, wenn dieser Kickdown reinspringt, oder es ist halt MAN-typisch oder so, aber... Da ist Mercedes ist auf jeden Fall ganz, ganz anders, ne? Wenn da ein Kickdown losgeht im C2 oder so, dann ist Abfahrt, ne? Dann pfeift die Möhre auch aus dem letzten Loch. Und hier habe ich so den Eindruck, als wenn irgendwie einer auf den Knopf drückt bei Windows und ein anderes Hunderteil einfach nur abspielt oder so, ne? So klingt es halt. Also... Mit anderen Worten, scripttechnisch nicht so 1A für meinen Geschmack. Ja, kann natürlich jeder anders sehen. Schreibt auf jeden Fall gerne mal rein, wie ihr so denkt. Auch über die ZF-Modifikation. Wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, das Ganze überschreibt euch hier nichts. Also ihr könnt natürlich auch noch die alten Versionen ohne Soundmod fahren. Das ist ja kein Problem. Die werden nur neu hinzugefügt hier. Hat ja auch als KI fahren lassen. Von daher lohnt sich das meiner Meinung nach, sich diesen Soundmod auch mal runterzuladen. Der ist wirklich schön gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall besser als der Original-Sound. Dazu kommen ja alle Features aus dem letzten MAN New Line City Update noch, das heißt also mit der Performance hier und so und den Komfortblinker, den könnt ihr euch ja ausmachen und so. Ihr könnt euch über die Setwa, ey, da werdet ihr euch für einen Scheißer einstellen können. Ich habe das letztes nochmal nachgeguckt, findet da im OMSI 2 Verzeichnis unter Add-ons und dann MAN New Line City. Da habt ihr dann nochmal so ein PDF-Dokument, das nennt sich ja auch irgendwie was mit Setwa und da könnt ihr dann nochmal nachschauen, wie und was ihr da alles einstellen könnt. Ist irre, wirklich. Also diese Vielfältigkeit mag ich sehr, sehr gerne. So, also wenn ich es jetzt mal sehr einfach ausdrücken sollte, die Linie 112, eine Mischung aus SB17 und jetzt fahren wir eigentlich R54, bin ich der Meinung, ist das. Also der fährt ja von Kaisertal Marktplatz eigentlich los. Hallo. Ein Fahrgast, ich staune. Hallo, Sie sind mein Lieblingsgast heute. Kommen Sie rein. Manfred. Natürlich auch dabei. Was ich halt immer noch nicht rausgefunden habe, ist, wie kriegt man hier diese Rückenlehne in das Sitzmuster. Amselweg. Das Sitzmuster von den anderen halt. Das ist, ja, bisher bei jedem Repaint bei mir so. Oder bei, also ich bin der Meinung, bei jedem. Ich glaube, die kann man auch nicht über das Repaint halt anpassen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt zum Beispiel hier dieses Grün, das passt halt absolut nicht zu dem Blau.
Ja, ansonsten hier Roges Repaint könnt ihr euch auch in der OmniWeb das runterladen. Natürlich, ne? Regionale Omnibusgesellschaft im Städtedreieck. Tja, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt von so kleinen OMSI 2 Mods oder sowas, was ich mal vorstellen soll, kann meinetwegen auch schon ein bisschen älter sein, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es wirklich schön, dass es das jetzt so ein paar Kartenmods hier gibt mit Linienerweiterungen. Oh! Oma, Mensch! Du machst ja Sachen hier. Ich finde es schön, wirklich so eine Kartenerweiterung. Leider haben so eine Linienpacks und im Grunde ist es ein Linienpack hier, auch wenn es nur zwei neue Linien sind. Leider haben diese Linienpacks halt immer auch einen Fadenbeigeschmack, das muss man ganz klar sagen. Weil das kann euch im schlimmsten Falle die Karte zerschießen. Ich hoffe nicht, dass es bei mir so ist. Deswegen, ich habe hier auf jeden Fall ein Backup vorher gemacht. Von der alten, normalen Städtedreieck-Version, die ich vorher hatte. So eine beschissene Haltestelle hier. Auch im Busbetriebssimulator, ne, kann euch das wirklich mal am Ende alles kaputt machen, dass ihr die Karte dann nicht mehr fahren könnt, weil ihr ein Linienpack. Also meistens ist es so, wenn man mehrere Linienpacks hat, die vertragen sich dann einfach nicht untereinander und Braupietstraße. tolle Computeransage, irgendwie alles gemischt hier. Jedenfalls muss ich dazu sagen, ich hatte das bei Hamburg jetzt schon ein paar Mal, da habe ich mir mehrere Linienpacks zusammen installiert und das hat mir am Ende mal so die Karte zerschossen, dass ich sie gar nicht mehr fahren konnte. Also ich musste sie komplett runterschmeißen, neu installieren und seitdem fahre ich da auch nur noch die Standardlinien und wenn ich mir irgendwelche Linienpacks installiere, die ich euch irgendwie mal vorstelle oder so, dann wirklich nur noch für Hamburg Hafen City, für die alte Karte, die ich sowieso sonst nicht mehr anrühre. Da macht es tatsächlich dann keinen großen Unterschied. Die können sie mir ruhig zerschießen. Ich hoffe halt nicht, dass es hier bei Städtedreieck noch passiert. Es gibt wirklich schöne Mods für Städtedreieck mit Linienerweiterungen. Hallo. Hallo. Können wir uns gerne auch noch mal ein paar ansehen, ein paar ältere Erweiterungen, wenn da Interesse besteht. Ah, schöner ZF-Sound. Hoppala. Stücke rüber noch. Achso, ah, jetzt fahren wir natürlich nicht. Hintenrum ist ja klar, also vorne rum besser gesagt, sondern wir fahren. Genau, einmal wieder Ersatzverkehr. Oh, ist auch eine neue Haltestelle hier. Schön. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig in der Fahrgastperspektive. Genau, das ist hier dieser Schleichweg, wo auch dieser Ersatzverkehr hinterfährt. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Schaut gerne mal vorbei. In meinem Kanal Schienenersatzverkehr. Im Städtedreieck. Ja, die fahren alle von der Park-and-Ride-Seite los. Da, wo normalerweise halt der Taxistand ist. Ja, und das Schöne bei diesem Soundmod ist natürlich auch, ihr habt das für alle Versionen mit dabei, ne? Für 18C, 19C, für die kurzen Dinger, für Zweitürer, Dreitürer. Es ist alles dabei. Der Sound wird sicherlich nicht großartig anders sein. Jetzt haben wir einmal in ZF reingehört, einmal in Void. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Ja. Wunderschön.
So, hier dieses alte Bahnhofsgebäude noch. Und das jetzt vorerst. Ja, auch das typisch bei MAN New Line City, da geht immer hier der Knickschutz rein. So, und hier müsste dann auch wieder unsere Ersatzhaltestelle stehen. Korrekt, ja. Auch schön mit dem digitalen Anzeiger hier. Aber warum der doppelt dran steht, das weiß ich allerdings jetzt nicht. Alle 5 Minuten fährt er hier sogar. Ey, Tom. Was ist denn da los? So, und wir würden jetzt 115 nach. Ach, Oesdorfer Platz. Genau. Ach, der fährt ja nicht bis Oesdorf Bahnhof, Oesdorfer Platz. Ja, der ist natürlich woanders. Oesdorfer Platz, wo ist denn der? Müsste ich gerade echt mal überlegen. Keine Ahnung. Ganz auf die Schnelle ja nicht ein. Da würde der jetzt auf jeden Fall weiterfahren. Genau, das war jetzt eben nur der Zubringer. Ja, also die Nummer 15, wenn ihr die noch sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Die ist jetzt nur 10 Minuten lang. Also der Zubringer ist halt länger als der eigentliche Bus, aber okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Hier mit unserem MAN New Line City mit ZF Soundmod im Städtedreieck. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut, haut da rein und ciao, ciao.